Hallihallo, alle Leute und herzlich willkommen hier zurück bei der Comic Place Castlevania Curse of Darkness. Es hat so ein bisschen dieses Feeling von, hey, du bist in der falschen Nachbarschaft angekommen. Fehlen nur noch die öligen Haare und dann ein bisschen Fingergeschnipse, so, ja, ja, ja. Oder eine Impromptu-Dance-Nummer. Das würde wahrscheinlich auch noch passen. What the... Oh ja, hier kann man sich die ganzen Stühle ansehen, die wir schon hatten. What the frick? Okay. Es hat so richtig das Feeling von, Alter, du bist falsch abgebogen und in der falschen Nachbarschaft, aber diesmal aus anderen Gründen. Hector, du bist zufällig in einer anderen Dimension gelandet, in der nicht so ist, wie es sein sollte. Ach nö, auf euch hätte ich jetzt gerade gar keine Lust. Wenn das mal nicht aussagt, ich bin in der falschen Nachbarschaft, dann weiß ich auch nicht. So, genug davon jetzt allerdings. Einfach weiterlaufen. Scherbe? Hey. Das sieht mega eklig aus irgendwie. Also ich weiß nicht, das sah so ein bisschen aus, als wäre das... fleischig mit ein bisschen Haar, mit ein bisschen Federn und so dran. Das sah halt nach allem aus, aber nicht nach irgendwas Gesundem. Nichts, was ich irgendwie ins Inventar stecken sollte. Aber egal, wir machen es ja trotzdem. Das wäre egal, was ich sage, Hector so, ja. Rein in mein Inventar. Also kannst gerne weitergehen. Mehr Evo-Kristalle und ich bin zufrieden. Je nachdem, was dabei rauskommt, wohl bemerkt, aber nichtsdestotrotz, ich wäre dann zufrieden. So halb. Ist auch ein Zombie. Ah, du bist so gut. Ja, ja, ja. Mit 100 Money. Gut geschossen. Also einfach nur aus dem Punkt heraus, dass er, beziehungsweise Sophie... Ist Sophie eine Sie? Darf ich das sagen? Ich denke mal schon. Ja, 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 ja. Es. Dass mein Teufel da schön durchgeschossen hat und trotz allem da hinten irgendwas getroffen hat. Freischnauze. Hat Sophie gut gemacht. Falsches Spiel. Ich brauche keine Fässer zerstören. Thymesia, ja. Curse of Darkness, nein. Obwohl man argumentieren könnte, es ist nie falsch, in irgendeinem Spiel Fässer kaputt zu machen. Ich gehe mal davon aus, dass wir da weiter wollen, ne? Aber jetzt kann ich auch eben das Stückchen hier zumindest mal angucken. Sagt er und geht trotzdem durch die Tür. Ne, das ist eine andere Tür gewesen, ne? Oder? Oder? Keine Ahnung. Es wird geladen. Viel zu lange. Einfach nur laden. Ich glaube, das hatten wir schon mal, aber ich meine, man kann nie genügend Ader des Heiligen haben, nehme ich an, ne? Also ja, man kann nie genug Ader des Heiligen haben, aber...
könnte auch argumentieren, irgendwann braucht man es auch nicht mehr. So. Nein, so. Du hast zu viel HP. Nervt. Ich weiß auch nicht, wo er hin will, ne? Schwurbel nach rechts, Schwurbel nach links. Wow. Ich hätte ihn ja tatsächlich ausgeraubt, aber Sophie so, nope. Du hast den Meister attackiert, ich attackiere dich und dein Gesicht. Wow. Brauchen wir, ne? 12 noch. Theoretisch 6 Gegner, die nett zu mir sind. Und schon haben wir den nächsten vollständig entwickelten UT dabei. Sollte ich vielleicht mal tatsächlich drüber nachdenken, auch die Fee fertig zu machen, wa? Ich meine, wäre nur fair, ne? Gemessen daran, dass wir die Fee schon auch lange dabei hatten. Hast du denselben Move, damit ich klauen kann, oder wie ist das? Achso, das war... Das war der Move. Aber hey, Ader des Ritters ist nicht verkehrt, die brauchen wir, glaube ich. Um irgendwas herzustellen, brauchen wir Ader des Ritters, das weiß ich. Carbonstahl, Ader des Ritters und thrakischer Helm. Er gibt den Kübelhelm, na super. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich haben wollte, aber naja. 2 Punkte mehr in die Verteidigung, ja, warum nicht. Lamellenpanzer. Und dafür brauchen wir Schuppenrüstung. Und dafür brauchen wir Lamellar und Geist von Fuji. Also, ich bleib dabei, ich hätte dieses eine Ding da einfach nicht machen sollen. Die Kendo-Rüstung. Das war keine gute Entscheidung, aber ich wusste ja auch nicht, was dabei rauskommt, ne? Gehe ich das Stückchen jetzt? Ne. Einfach weiter. Es kommen noch andere Rüstungen. Auch andere Städte haben schöne Rüstungen oder so ähnlich. Da kommt schon nochmal irgendwann ein vernünftiges Upgrade. Bin ich halt verteidigungstechnisch nicht so gut ausgestattet, wie wir sein könnten an dieser wunderschönen Minute. Weißer Gravial. Okay, wenn ihr Gift spuckt, fertig. Yay. Ich sollte mich davon heilen. Das nervt. Also nicht, dass ich mich davon heilen sollte, nervt, sondern der Zustand nervt, logischerweise. Ne? Also. Ich würde schon sagen, da ist Sophie aber sehr nett zu. Ne? Also die Barone und sowas, da... Wollte es uns gar nicht ranlassen. Hier. Naja, bespuckt man Meister ruhig mit Gift. Bin juckt. See if I care. Nee, nee, nee. Ich weiß halt manchmal wirklich nicht, ob ich. Stolz, schräg, froh über den Teufel sein soll oder manchmal
mir auch denken sollte, ja, bei nächstbester Gelegenheit lassen sie mich wahrscheinlich wieder fallen. Na, da haben wir noch eine Menge Weg vor uns. Echt ekelhaft. Weggesplattert. Kein Trank. Traurig, aber wahr. Ah, wir haben gehört, Hector ist hier. So waren die gerade drauf. So. Ah. Lasst uns mal gucken gehen. Aua, weißer Stahl. Er ist noch wieder. Oh mein Gott. Was ist das denn? Ah, Florett. Für Florett brauche ich ein Kurzschwert. Und Aluminium. Oh, zwei Händer und weißer Stahl ergibt ein Claymore. Yeah. Wunderbar. Teilplatten. Was? Ernsthaft? Lamellenpanzer. Lamellenpanzer war die schon. Nein! Warum bauen die aufeinander auf? Hummerschwanzhelm. Oh ja, ich habe mich noch nie so sicher auf den Kopf gefühlt. Wie mit einem Hummerschwanz an meinem Skalp. Mhm. Merkt ihr selber, ne? Dass das mega doof klingt irgendwie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht die Teppichbombe eingesetzt hast, wie ich das gerne gehabt hätte, aber gut, fein, whatever. Ich bezahle dich schließlich auch nicht, also... Ich weiß gerade nicht, ob ich lieber den weißen Stahl hätte oder halt mehr Evo-Kristalle. Auf jeden Fall definitiv nicht nur langweilige Herzen. Die ich dann halt leider kriege, weil ist ja klar, ne? Wenn ich das eine oder das andere haben will, bekomme ich weder das eine noch das andere. Ach, ihr könnt mir auch weißen Stahl geben, warum habt ihr das nicht sofort gemacht? Ja? Ey! Letzte Entwicklung. Zumindest in der Version. Aus Schädelflügel hat sich Sophie in einen Phönix verwandelt. Ja, das hat doch mal was. Man kann trotzdem Dinger abschießen hier. Knochen ist das Wort, was ich suche. Also schon witzig. Gut. Ich müsste gucken, was sie damit lernen kann, aber jetzt werden wir halt in Anführungszeichen leider erstmal auf die Fee zurückgehen und dann höchstwahrscheinlich einfach, ja, ich werde mir wahrscheinlich einfach einen Claymore ausrüsten und dann machen wir damit weiter. Ich meine 61, ne? Schwerer Zweihänder mit Ringe an der Spitze, der Name bedeutet großes Schwert. Ich meine, muss man noch mehr wissen? Nein. Hauptsache, das Ding ist groß. Für einen Pullover brauche ich ein Gano. Für einen Gano brauche ich ein Kurzschwert, war ja klar. Das ist doch immer so. Gano, Pullover und aus Pullover und weißer Stahl kommt dann Tabar. Durch Kotze flippen kann ich. Immerhin. Ich fand ja, der Zweihänder sah zumindest ein bisschen hübscher aus, aber...
ist theoretisch jetzt auch irgendwie wieder meckern auf hohem Niveau. Hi in Stufe 3, ey. Wann ich wohl von dir klauen kann? Nicht beim Blocken. Sieht aus wie so ein Schamane, so als müsstest du irgendwas machen. Irgendwie, nö. Ja. Ich meine, da mal was gemacht, aber. Ich meine, okay, jetzt weiß ich schon mal beim Feuer, aber... Nein! Ist eine Kamera dabei. Ether gestohlen, so. Keine Ahnung. Hier, Ether, Aquamarin und Sasumata. Und für einen Sasumata brauche ich wieder irgendwas, was ich nicht habe, ne? Geist von Fuji natürlich. Kampfbandage weißer Stahl ergibt Metallhandschuhe, ey. Könnte fast eine Rüstung sein. Moment. Moment. Äther und Lederkappe. Okay. Der 10-Gallonen-Hut. Ja, nice. Endlich habe ich einen 10-Gallonen-Hut. Ich meine. Kann man jetzt sehen, wie man will, denn das Aussehen wird von Wind, Wetter und Arbeit beeinflusst. Aber den werde ich nicht ausrüsten, nehme ich an. Nur so ein Gefühl. Oh, Rahmen. Nice. Nicht unbedingt etwas, was wir jetzt brauchen, aber hey, ne? Ist wie immer, man nimmt, was man kriegen kann und wenn es Rahmen von einem Zombie ist. Vielleicht war das Naruto, wer weiß. Endlich mal was Gutes getan. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich habe schon öfter von euch geklaut. Also denke ich, dass ich hier fertig bin. Zumindest was euch angeht. Endlich mal ein Gegner, den ich nicht beklauen muss mehr oder so ausgiebig mehr. Ja. Schützt mich leider nicht davor, auf die Fresse zu kriegen, theoretisch von denen, aber grundsätzlich. Daneben geschossen, wie ich nur daneben schießen konnte. Ich habe für den Geist für Fuji müsste ich zurückgehen in die Kathedrale. Das wären natürlich so alles Sachen, die sich theoretisch erledigen lassen könnten. Ne? Einfach hingehen und machen, aber ich will nicht. Meinen, da waren die Geister vom Fuji schön zu bekommen. Muss ich nochmal im Bestiarium nachholen. Ich meine, da gab es den Gegner, der schön einfach zu beklauen war und zack hat man die Geister vom Fuji. Die Geister vom Fuji, die ich rief oder so ähnlich. Geht doch nichts über Gegner, die man immer nur zeitweise angreifen kann, weil sie Bock drauf haben, ne? Fertig? Kommt noch was? Das sind zwei Nerven. Aber das ist ja fast immer so, ne?
Und die Kamera so. Ui. So. Ich weiß zwar nicht, wie viel Ether wir in der nächsten Zeit brauchen werden, aber. Haben oder nicht haben, ne? Gucken wir mal. Weißer einfach zweimal weißer Stahl. Hätte ich vielleicht vorher sehen sollen, dann hätte ich das schon längst gemacht. Ah, no. Ah, no. Na, von wegen so ein bisschen mehr Verteidigung zu haben, aber nein. Oh, das wird einen ganzen Zombie getroffen haben, nehme ich an. Nice. Wie geht's voran? 24, nicht schlecht. Ich weiß nicht, was ich da gerade probiert habe. Jedenfalls war es nichts Sinnvolles. Oh nein, 4 Stück auf einmal. Ah, nice, weißer Stahl. 2-mal. Gib mir. Oh, Plattenrüstung. Irgendwas Besseres, ey. Gott sei Dank. Riesenboost. Perfekt im Kampf. Standard vieler Soldaten. Wen interessiert es, aber Hauptsache es ist besser. Und ja, mehr Stahl geht natürlich immer, aber. Ich bin schon mal froh darüber, dass wir jetzt wieder eine bessere Rüstung haben. Ah, ein Drachenreiter. Wow. Das ist es nicht, aber. Laut, weil ich kann. Indigo-Stahl. Bisschen langweilig, Indigo-Stahl, aber gut. Also ihn verprügeln ist es nicht, wie ich von ihm klaue. Das haben wir schon mal festgestellt, ne? Das ist Information. Oh mein Gott. So, jetzt aber. Danke sehr, Tschüssikowski. Furchtbar, die zu treffen manchmal. Ich meine, zugegeben, ja, eine andere Sache ist natürlich, Kommi, du trägst ein wortwörtlich tatsächlich großes Schwert. Es ist langsam. Was erwartest du? Weiß ich nicht. Dass ich besser treffe, wie wär's damit? Aber ich erwarte auch nicht, dass sie da wie wild um mich drum rumrennen und einfach nichts dabei machen. Das kommt auch dazu. Zählt auch nicht in das, was ich erwarte und trotzdem passiert's, also, ne. Naja, wie auch immer. Geh ich denn gerade hin? Das Gefühl, ich gehe aus der Stadt raus, was ja okay wäre, weil so toll ist die Stadt jetzt auch nicht, aber ich bin mittelmäßig verwirrt. Oh wow.
Eine Parkbank. Ich meine, man muss für die kleinen Dinge glücklich, zufrieden sein. Dankbar ist das natürlich so. Dankbar sein. So. Jetzt können wir mal gucken, ob der irgendwann sich Blöße gibt. Die Antwort ist ja. Aber das zu stehende Item ist langweilig. Hector, ja, warum nicht? Eine einfache Bank, von Wind und Regen verwittert. Retrokultur, gern benutzt an Treffpunkten. Wenn das damals schon Retrokultur war. PS2-Zeitalter, Retrokultur. Dann ist das jetzt ein antikes Artefakt. Wow. Das ist... Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Aber definitiv nicht einfach gut und damit hat sie das. Ja, gib mir doch Evo-Kristalle, meine Güte. Das ist nicht der Ort, den ich meinte, wegen dem gut Evo-Kristalle bekommen, aber wenn sie mir hier so viele Gegner halt hinwerfen. Dann sollte man noch meinen, dass zumindest ein paar von denen mal so nett wären und mir auch einfach Evo-Kristalle geben. Oder irgendwas. Teilweise wäre irgendwas ja auch schon in Ordnung. Hey, Fluchbrecher gelernt, nice. Ich habe jetzt kaum was an Evo-Kristallen daraus gekriegt. Naja. Noch spawnen ja auch mehr. Also ein ernsthafter Spawnen. Mehr als ich gedacht hätte. Oh, wow. Nicht schlecht, Herr Specht. Anti-Windregen, ja. Ich bin ehrlich, ich habe in diesem Spiel nicht einmal in all den Zeiten, in denen ich das gespielt habe, bewusst... What? Oh, okay. Bewusst darauf geachtet. Irgendwie unpraktisch. Da war der Bosskampf, dann sind wir dahin abgehauen. Es kann sein, dass da ein Item wäre. Ja, gucken wir uns das halt an. Und dann werde ich für den nächsten Part zurücklaufen müssen, oder was? Yay. Ich habe, glaube ich, bewusst nie darauf geachtet, ob ein Gegner Element XYZ benutzt, sondern draufhauen und gut ist. Hohe Chance, dass ich dabei nicht unbedingt drauf gehe, also. Typischer Kombi halt, ne? So, Hauptsache es stirbt. Man haut drauf, es stirbt, alle sind zufrieden. Naja, außer die toten Gegner, die wahrscheinlich ein bisschen angepisst, dass sie tot sind, aber das ist dann halt, ne? Berufsrisiko quasi. Naja, mit der Fee braucht man sich ja keine Sorgen machen, ne? Fluchbrecher und so. Heißt zwar, sie muss es dann einsetzen, aber in der Theorie geht das. Und man merkt, ne? Je einfacher die Gegner sind, desto besser ist es halt, um Evo-Kristalle zu farmen, theoretisch. Ne? Weil alle Gegner können welche geben. Und wenn ich die einfachen Gegner verprügle, geht es schneller. Also
der Grundgedanke. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht der Raum? Aber doch, das ist der Raum. Ich weiß allerdings nicht, ob das reichen wird. Aber ich denke mal schon. Ansonsten kann es auch sein, dass der Phönix noch eine Technik lernt, mit der ich weiterfliegen kann. Das gibt es nämlich auch noch längeres Gleiten oder irgendwie so was ähnliches heißt das. Aber die Frage ist halt... Ob... mal gucken, ob das noch klappt. Wenn es funktioniert hat, ist es jetzt bei 62, ja, fast 61. Der Wechsel war nur, damit wir die Dinger nicht verschwenden. Theoretisch bei den höchsten Entwicklungsstufen brauche ich das nämlich nicht mehr anhaben. Yay. Lohnt es sich, dass wir den ganzen Weg aus Versehen hier hingekommen sind? Lasst mal sehen. Die Antwort ist, Brosche, wenn man diese Brosche trägt, gehen alle erlangten Erfahrungspunkte an den Unschutzteufel. Es hat sich nicht gelohnt, ey! Ich meine, ja, wir teilen uns gerade die Erfahrungspunkte, jetzt alles an denen abzudrücken, weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Eigentlich nicht so wirklich. Das soll das jetzt jedenfalls für heute gewesen sein. Ja, beim nächsten Mal werden wir wohl oder übel, werde ich zurücklaufen müssen. Na, guck an. Da kann man immerhin sehen, ob sie noch was lernen oder nicht. Wir werden zurücklaufen oder ich werde zurücklaufen müssen. Dabei werde ich gucken, dass ich der Fee natürlich möglichst viele Punkte reindrücke. Kann sein, dass sie sich bis zum nächsten Mal dann entwickelt hat. Ich verspreche nichts. Macht's gut. Und auch beim nächsten Mal werden wir Hector dabei helfen, seine geliebte Rosalin zu rächen. Aber dafür müsst ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Also vergesst nicht, ein Abo zu hinterlassen, liked das Video, kommentiert, was euch am meisten genervt hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschö mit Ö.